Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3, ich hätte fast 2 gesagt, das wir ja in der letzten Folge begonnen haben. Wir befinden uns immer noch hier auf der Erde und immer in Bewegung bleiben. Apokalypse ist angesagt. Wir müssen hier irgendwie verschwinden, kämpfen uns gerade, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. So lange ist es auch nicht her, dass sie eine Waffe in der Hand hatten. Was soll das jetzt heißen? Kämpfen uns gerade zu Normandy durch und ich werde hier vom Anderson gedisst. Raumhafen ist in Sicht. Ankunft in 3 Minuten. Und hier ist gerade bei mir viel zu laut, es tut mir leid. Okay, weiter geht's. Nicht nur ihr. Sie werden das Schlachtschiff abschießen. Ausweichmanöver. Ist es dann. Oh Gott, es ist ein Reaper direkt über uns. Dampf sind in Schwierigkeiten. Okay, wir rennen. Und wir rennen und. Aua, das sah nicht angenehm aus. Normandy! Damn, was hier abgeht. Hören Sie mich! Normandy, bitte kommen! Verbündete! Wo? Ach, da unten! Sind Sie beide in Ordnung? Runter! Die sehen Sie! Eww! Runter! Die sehen Sie oder kämpfen Sie einfach gegen an! Ahahaha! Was habe ich denn hier so? Oh, das bringt mir gerade alles nichts. Stimmt, ziehen ist in diesem Teil auch viel cooler. Komm, geh weg! Habe ich schon sowas wie eine Schockwelle? Ich muss mich da erstmal wieder. Da! Geht nicht. Warum funktioniert das nicht? Verstehe ich nicht. Aber okay. Ja, ich bin noch dabei. Also, so ein bisschen. Erstmal hier Munition einsammeln, vorher mache ich gar nichts gut, ich bin voll, dann geht's jetzt weiter. Hier. Was ist hier geschehen? Unser Shuttle wurde abgeschossen. Wir haben es nur knapp geschafft. Haben Sie Funk? Wir müssen unser Schiff erreichen. Nein, im Shuttle ist eins, aber da drin wimmelt es nur so von diesen Dingern. Bleiben Sie hier, mein Sohn. Wir holen Sie hier raus. Oh, süß, mein Sohn. Dann los, nichts wie hin zu dem Shuttle. Yay. Okay, was muss, das muss. Alter, ich habe Angst. Hier, Loot, nee, es gibt nichts zu looten dann. Ja, Munition habe ich genug. Habe ich eigentlich andere Waffen, ganz kurz? Nein, ich habe nur eine Pistole, sehr gut. Ah, was ist das? Was ist das? Es ist laut. Es ist laut und macht mir Angst. Was zur Hölle ist das denn für Dinge? Ich will. Warum kann ich das nicht machen? Ich würde gerne. Ja, super. Das bringt wirklich nichts, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt. Alter, hä? Da sitzt noch einer. Ich möchte gerne. Nee, das prallt einfach nur ab. Sehr gut. Das bringt's ja wirklich voll. Okay. Ja, ich wusste es doch. Nein, 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 nein. Das war nicht gut. Hier. Nein, nein, das ist auch nicht gut. Ich muss erstmal wieder reinkommen, mit was ich die Dinger belegt habe. Also mit welchen Knöpfen. Okay, LB ist ziehen. Das ist hier eigentlich voll gut. Insofern es auch trifft. Los, hat getroffen. Der ist auch down, oder? Ich glaube. Ich laufe einfach mal hin. Auf gut Glück. Da liegt. Cool. Habe ich das noch irgendwo? Ja, ich hab's ja gefunden. Aktiviere Funkgerät. Normandy, hier spricht Anderson. Hören Sie mich? Admiral, was ist Ihre Position? Bei einem abgestürzten Shuttle im Hafen. Ich aktiviere sein Notsignal. Schicken Sie Unterstützung. Wir haben Verwundete. Major! Ich habe das Signal verloren. Hoffentlich funktioniert das Notsignal. Und zwar bald, wir haben Gesellschaft. Oh Gott, oh Gott. Habe ich da eine Feuerkraft drauf? Nein, habe ich natürlich nicht hier. Eiszeit und so.
Oh, die Waffen schießen ganz anders in dem Teil. Das ist ganz komisch. Das muss ich erst mal wieder dran gewöhnen. Ah, da kam schon mehr. Ich hab's doch genau... Scheiße! Was geht hier gerade ab? Irgendwas switcht hier ganz komisch. Hoffentlich sind sie bald da. Ja, das hoffe ich auch. Und den hier auch noch. Bevor er uns flankiert. Flankieren ist nämlich gar nicht gut. Und ich bin gerade laut, es tut mir leid. Wie geht die Munition aus? Mir auch. Fuck. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Aber wie viele denn noch? Oh, scheiße. Ich habe keine Schilde, ich habe keine Schilde, ich habe keine Schilde, ich habe keine Schilde. Hier kommt die Kavallerie. Oh, Gott sei Dank. Mit rot umrahmten Rahmen. Oh, die Musik. Wurde aber auch Zeit. Oh ja. Endlich wieder zu Haus. Willkommen an Bord, Shepard. Danke. Shepard! Kommen Sie! Ich gehe nicht. Von diesen Männern gibt es noch 1 Million mehr und sie brauchen einen Anführer. Aber... Das ist unser Kampf! Diesen Kampf können wir aber nicht gewinnen, nicht ohne Hilfe. Wir brauchen jede Spezies und ihre Schiffe, um eine Chance auf einen Sieg über die Reaper zu haben. Überzeugen Sie den Rat davon, dass er uns hilft. Und wenn Sie nicht auf uns hören? Dann sorgen Sie dafür, dass Sie es tun. Und jetzt gehen Sie. Das ist ein Befehl. Ich nehme von Ihnen keine Befehle mehr an. Schon vergessen? Hiermit sind Sie wieder im Dienst, Commander. Sie wissen, was zu tun ist. Danke. Ich komme zurück und bringe jede Flotte mit, die ich finde. Viel Glück. Für Sie auch, Shepard. Wir können es beide gebrauchen. Okay, Männer. Huh? Ah. Oh nein, es stimmt da. Oh nein. Der kleine Junge. Alter, das finde ich immer noch böse. Mass Effect 3. Oh Gott. Geiler Prolog, wie ich immer noch finde. Du wirst da einfach schön mitten reingeschmissen. Ja. Und das mit dem Jungen finde ich immer noch grausam. Aber okay, es muss weitergehen. Jetzt erst recht.
Was zum Teufel ist los? Wo ist Anderson? Wohin soll's gehen? Hey! Wir gehen. Wie, weg? Was ist los? Anderson will uns auf der Citadel, um Hilfe für den Kampf zu holen. Quatsch, das wird er niemals befehlen. Er sieht eben, was los ist. Ohne Hilfe ist der Krieg schon vorbei. Dann setzen Sie mich beim nächsten Depot ab. Es reicht, Lieutenant. Sie wollen nicht weg? Okay. Aber das ist keine Demokratie. Wir fliegen zur Citadel. Sie können dort einen Rückflug buchen, wenn Sie wollen. Commander! Gleich erstmal den Chef raushängen lassen. Joker, sind Sie das? Wir lebt und lebt. Yay! Ich habe hier einen Notruf von Admiral Hackett für Sie. Durchstellen. Shepard, wir haben schwere Verluste erlitten. Der Übermacht die mit konventionellen Mitteln nicht besiegen. Anderson hat mich schon zur Citadel beordert. Ich soll mit dem Rat reden. Außenposten auf dem Mars. Kontrolle über das System verloren. Jawohl, Sir. Irgendwas mit Mars. Wir haben im proteanischen Archiv Dr. Tassoni nachgeforscht. Die Reaper aufzuhalten. Yara. Einziger Weg, sie zu besiegen. Ich melde mich. Hackett Endel. Joker, nehmen Sie Kurs auf das Mars-Archiv. Mars? Hat erledigt. Okay, auf zum Mars. Das ist Loco. Der Mars? Was glaubt er, was wir dort finden? Weiß ich nicht, aber wenn es uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen. Zusammenpacken. Oh. Unsere alte N7-Rüstung. Avatar-Auszeichnung freigeschaltet. Okay. Cool. Guck ich mir, wenn ich hier fertig bin, erstmal an. Getrieben. Haben wir auch nur freigeschaltet. Es regnet wieder Erfolge. Okay, Mars. Keine Ahnung, was wir da finden, aber Mars. Die Normandy. Andere Lackierung, aber immer noch unser Schiff. Ich habe versucht, über sichere Kanäle den Mars zu erreichen, aber niemand antwortet. Anzeichen von Reaper-Aktivität? Negativ. Edi? Die Basis scheint online zu sein. Möglicherweise wurden die Bewohner evakuiert. Das werden wir schon bald wissen. Halten Sie sich bereit, Joker. Nur für den Fall. Verstanden. Norman, die Ende. Wir sind fast da. Okay. Ah, Edi ist auch wieder mit dabei. Es fühlt sich sehr schnell wieder so gewohnt an, irgendwie. Immer noch kein Kontakt zur Basis, aber es kommt ein schwerer Sturm in unsere Richtung. Wie lange bis er da ist? Höchstens eine halbe Stunde. Danach werden wir Probleme bei der Kommunikation mit der Normandy kriegen. Verstanden. Kriegen wir hin. Willkommen auf dem Mars. Ich habe einen Stufenaufstieg und wir leveln natürlich. Na, machen wir erstmal. Oh, Alter. 31 Punkte weiter. Okay, komm, machen wir doch erstmal uns. 4 Punkte. Ich glaube, ich spare. Was kriege ich denn hier bei am Ende von Angriffsmeister? Erhöht Schrotflintenschaden um 15%. Ich glaube, ich habe gerade noch nicht meine Schrotflinte, aber ich will den erhöhten Schrotflintenschaden. Nee, ich würde jetzt erstmal sparen, aber wir können uns ja unsere Männer mal angucken. Strahl machen wir 2 erstmal. Überlastung finde ich eigentlich auch immer ganz wichtig. Da können wir ruhig schon mal 3 machen. Aufspalten ist eigentlich auch ganz cool. Da machen wir auch schon mal 3. Barriere jetzt nicht unbedingt. Allianz-Officer, da können wir ruhig mal ein bisschen mehr machen. Gerade Gesundheit und so, wir kennen das ja, unsere immer sterbenden Crewmitglieder. Genau, lieber ein bisschen mehr auf die Gesundheit.
Schaden biotischer oder Schaden Tech? Bei Kaidan würde ich eher noch sagen Tech, weil was die Biotik angeht, bin ich ja eigentlich für da. Was sind denn deine Tech-Sachen? Deine Tech-Sachen sind Überlastung und Kyro wahrscheinlich. Ja, komm, dann hauen wir die jetzt noch in Tech-Schaden. Und dann haben wir auch nur noch einen Punkt. Dann machen wir mit dem uns noch etwas unbekannten James Vega weiter. Splittergranate ist eine ganz geile Sache. Da holen wir. Hauen wir direkt mal 3 Punkte. Also 3 Dinger rein. Brandmunition können wir auch, ja. Ja, machen wir mal 2. Blutbad, guck mal. Ich würde erstmal Waffenmeister auf jeden Fall. So einen ganzen Tacken was. Gesundheit und Schildbonus, auch bei ihm hier. Kraftschaden reduziert Schild. Was hast du denn für Kraftschaden? Aber Stärkung und Blutbad wahrscheinlich. Dann machen wir erstmal Blutbad. Blutbad ist eigentlich auch ganz geil. Dann habe ich jetzt noch 6. Dann würde ich tatsächlich lieber auch erst nochmal einen Splittergranate hauen. Vergrößerter Wirkungsradius ist eigentlich auch echt gut. Ja, komm, und dann hauen wir die letzten Punkte noch in. Dingens da. Genau, Verstärkung. Und dann haben wir es jetzt auch schon wieder. Mit den beiden hier. Und wir gehen weiter. Beziehungsweise gehen los. Verdammt, das ist ein heftiger Sturm. Aus der Nähe rückt er viel größer. Maßverhältnisse eigentlich ziemlich durchschnittlich. Freut mich, dass Sie so optimistisch sind. Wir erobern die Erde. Die Station hier ist offline. Ein kleiner Staubsturm ist wirklich das geringste unserer Probleme. Da hat er wahrscheinlich recht. Ah, ich habe die Schrot... Warum habe ich denn jetzt schon eine Schrotflinte? Okay, aber ich bleibe erstmal bei der Pistole. Aber ich mache mir die Brandmunition. Du kriegst die Brandmunition und du hast... Nee, du hast nicht in Richtung. Okay. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das alles so... Ich habe biotischer Strom... Nee, ich hätte lieber, genau, jetzt habe ich nämlich Nova auf Y. RB und LB. LB, RB, Y. Ich muss mir noch merken, was was ist. Ach so, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo ich lang muss. Ah, ich kann ja jetzt von Sachen runterspringen. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Hat vor seinem Tod keinen Widerstand geleistet. Hier stimmt etwas nicht. Halten Sie sich bedeckt, bis wir wissen, was vor sich geht. Verstanden. Oh, nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Obwohl, das ist vielleicht gar nicht so dumm. Genau, das ist jetzt hier. Ihr seht, Gewicht. Wir haben nämlich jetzt eine bestimmte Anzahl. Das erkläre ich auch nochmal kurz für die, die es nicht kennen. Das hatten wir ja in den ersten Teilen auch nicht. Gewicht plus 145% Aufladetempo der Kräfte. Desto mehr Waffen ich jetzt reinhaue, desto... Ich kann das ja mal kurz zeigen. Sturmgewehr. Genau, jetzt bin ich zum Beispiel nur noch bei plus 46%. Und wenn ich jetzt noch eine reinhauen würde... Dann bin ich bei minus 130% und das dauert dann ewig, bis ich meine Kräfte wieder benutzen kann. Also desto weniger Waffen ich mit mir rumtrage, desto schneller laden sich meine Kräfte wieder auf. Ich hoffe, ich erkläre das gerade richtig. Genau, plus 46 reicht mir eigentlich. Ich bin kurz überlegen, ist das eine Mission, wo die Schrotflinte überhaupt Sinn macht? Ich glaube nicht. Also hier jetzt auf dem Mars-Ding ist die Schrotflinte jetzt nicht unbedingt so. Obwohl, an manchen Stellen schon. Ich behalte es jetzt einfach mal und begnüge mich mit dem plus 46%. Ja, aber Sniper-Typ bin ich ja sowieso nicht so. Aber ich mag jetzt auch die Schrotflinte gerade nicht. Ich hätte jetzt aber erstmal lieber das Sturmgewehr. Natürlich bitte mit Munitionskraft. Was ein Akt. Heilige Scheiße. Sie richten sie hin. Okay, jetzt wäre der Sniper doch ganz cool gewesen. Aber fuck it. Das war der Plan. Ah, wildes Geballer. Oh Gott. Oh Gott, da kommen ja noch mehr. Ich würde gerne nachladen, danke. Ah, ich kann gerade nicht. Achso, da sehe ich es wieder. Okay. Komm, den hier. Das ist nicht so geil. Die können nämlich jetzt auch Granaten werfen. Ah. Was ist mit dem hier, den ich gezogen habe? Der ist tot, oder was? Wo? Wo? Oh, das war das Falsche. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich... Aber jetzt habt ihr auch die Nova mal gesehen. So hat's ausgesehen. Cerberus, was machen die hier auf dem Mars? Gute Frage. Sie wissen es nicht? Ich gehöre nicht mehr zu den Kaidern, falls Sie das meinten. Meinte ich nicht. Aber Sie müssen zugeben, das passt alles an.
Man hörte einen leichten Misstrauen in Kaidans Stimme. Ja, aber man hat's gehört, wir sind kein Partner von Severus. Das war ja am Ende vom zweiten Teil abzusehen, dass wir uns da irgendwie von lösen. Oh oh. Ich kann mich übrigens auch rollen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ah. Ahaha. Ahaha, geh doch runter. Macht mal irgendwas. Die gehen mir gerade voll auf den Sack. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Ach, der ist auch down. Oh, ihr seid gut, Männer. Ihr seid gut. Aber da ist jetzt was. Ihr seht schon, die Kämpfe sind so ein bisschen dynamischer gestaltet auch einfach. Komm, jetzt machen wir mal den hier. Sehr cool. Sieht nicht so aus, als wären sie gewaltsam eingedrungen. Ja, es sind nur ein paar Fahrzeuge. Da könnten sie recht haben. Um diese Anlage einzunehmen, muss einer schon mindestens mit einem Bataillon ankommen. Aha. Man hört deutlich raus, irgendwas passt Kaidan gerade gar nicht. Aber okay, Leute, wir gehen natürlich hier in diese Station rein. Haben Sie Severus nicht gesagt, Sie sollen sich verziehen, nachdem Sie die Kollektorenbasis verstrahlt hatten, hinter der Sie her waren? Mehr oder weniger. Eines steht jedenfalls fest. Sie sind keine Freunde der Allianz. In der Tat. Wir drücken uns sehr gewählt aus. Okay, Leute, wie gesagt, in diese Station werden wir gehen. Das allerdings erst zu Beginn der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal da wieder mit dabei. Bis dahin.